Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge des Gothic 3 Let's Plays. Wo letzte Folge ja hier in, bei dem Rebellenlager nahe Silden angekommen waren. Und, alle Leute hier als Sklaven hingebracht hatten und wieder jetzt hier mit den Leuten quatschen wollen und gucken, was die uns so an Aufgaben geben wollen. Können, wollen, dürfen. Ich mache erstmal Pause. Und wir fangen mal an, wie ich es angekündigt habe, dass wir mit allen, die hier sind, reden. Hier unten waren auch noch zwei. Ich glaube nicht, dass die irgendwas mir sagen, aber... Was willst du? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun. Ja, habe ich. Die reden nicht mit mir. Gut, dann auf oben ins Lager. Ziel ist es ja, dass wir irgendwie jetzt heute die Rebellen vielleicht dazu kriegen, dass wir Silden mit denen zusammen angreifen. Mal gucken, ob das klappt. Das Ziel ist es ja, Silden komplett einzunehmen. In den nächsten Folgen oder dieser. Mal schauen. Kümmere dich besser um deinen. Was willst du? Du solltest jetzt gehen. Aber ich vermute, wir müssen erst überhaupt jemanden finden, der mit uns sinnvoll redet. Lass mich ja. Ich bin beschäftigt. Du hast doch sicher noch was zu tun. Ich mache erstmal. Ja, wenn einfach niemand mit uns redet. Der erste, der mit uns reden wird, ist. Steht nur Truhe. Wahrscheinlich der hier. Und mit dem hatte ich ja schon mal ein paar Mal gesprochen. Gut, gehen wir mit ihm erstmal alle Details durch. Komm, was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die geflohenen Sklaven hier. Es werden immer mehr. Bald weiß ich gar nicht mehr, wohin mit ihnen. Was sind das für Flüchtlinge? Aus Silden fliehen in letzter Zeit immer mehr Sklaven in die Wälder hier oben. Sie sind verzweifelt und wissen nicht, wohin. Ich versuche ihnen, soweit es in unserer Macht steht, zu helfen und unterzubringen. Lass uns über das Gold für die entlaufenden Sklaven reden. Wir sind alles arme Schweine hier oben. Ich kann dir nur 100 Goldmünzen pro Mann geben. Verstehe. Ja. Zeig mir deine Ware. Gut. Oh, das will ich kaufen. Hat sich der Rest ja dann schon erledigt. Gut, gut. So, da hinten müsste irgendwo der Anführer sein. Also sind am letzten Mal bin ich ja hier nur links dran vorbeigeschliffen und bin hier rechts nicht reingegangen und das machen wir jetzt zum ersten Mal. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Beim letzten Mal ist übrigens nett ausgedrückt, das ist schon Ewigkeiten her, wo ich mal hier war. Rebell, Rebell, Rebell. 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 Haben wir hier, hier ist auch nichts. Das ist der Anführer, mit dem wollten wir reden. Und hier haben wir noch Lars. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja gut, stärker werden will ich jetzt aktuell nicht. Ja, wollen wir nicht. Gut, dann mit Anok reden. Ich glaube nicht, dass wir. Bist du hier der Anführer? Ja, natürlich. Wonach sieht's denn sonst aus, Jungchen? Und ihn müssten wir eigentlich dazu kriegen, dass er das macht. Okay, Ihr habt eine Menge Krempel hier oben. Das ist alles Frachtgut der Orks aus Silden. Wir haben bisher jede Lieferung für Nordmar aufgehalten. Und so stapelt sich hier alles. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Macht er sogar. Aber auch nicht das, was ich will. Berserker ist nicht mit dabei. Und schwere Waffen 3 ist schon auch nicht mit dabei. Schon mal drüber nachgedacht, Silden zu erobern. Das speichern wir mal vorher, bevor wir ihn das fragen. So. Schon mal darüber nachgedacht, Silden zu erobern? Nachgedacht? Wir haben schon oft die Vorposten der Orks angegriffen. Doch wir schaden den Orks mehr, wenn wir hier die Orks abfangen, die nach Silden wollen. Silden braucht deine Hilfe. Verdammt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich komme hier jetzt nicht weg. Geh zu meinem Bruder Inok und richte ihm aus, dass er sich ab jetzt um die nötigen Dinge kümmern muss. Alles klar. Zeig mir deine Ware. Gut, das ist die Rüstung, die wir schon haben. Ich hoffe, dass wir eine Paladin-Rüstung anhaben. Waffen, genau. Das ist auch nichts Großes. Also wir haben jetzt von ihm zumindest die Info bekommen, dass wir mit... Paladin-Rüstung haben wir an. Mit Insilden, mit Innos reden sollen. Ist ja direkt Innos. Warte, wir gucken kurz. Mit Inok. Inok soll erfahren, dass sein Bruder Aknok ihm nicht helfen kann. Genau. Weil er wollte uns ja versuchen, dazu helfen, dass wir Silden erobern können. Und genau da rennen wir jetzt hin. Wir haben nur das Problem, wir können nicht mit dem Anführer reden, weil der Anführer keinen Bock mehr hat,
Also der Anführer in Geldern, so wie hier in Silden, haben beide keine Lust mehr mit uns zu reden. Das heißt, wenn wir den Angriff starten, werden wir nicht auf die Quest uns stützen können, sondern wir werden tatsächlich einfach so angreifen müssen. Und dann hoffen, dass das irgendwie gut geht. In Geldern hatten wir da ja aufgegeben. Hier in Silden können wir es jetzt nochmal probieren. Aber wie ich mir schon dachte, wir haben jetzt nur viel Zeit geschunden, indem wir da hinten waren. Gut, wir haben den Level abgefarmt. Haben wir irgendwas Besonderes erfahren? Da hinten? Nee, eigentlich nicht. Wir haben nur ein Level abgefarmt. Du hast auch sicher noch was zu erledigen. Die haben auch nichts für uns. Kümmer dich besser um deinen. Ich bin auf dem Weg zurück nach Silden, wie gesagt. Nehmen noch fix alle Pflänzchen mit. So, da unten ist Silden. Das weiß ich gar nicht mehr, wo Enoch ist. Hieß ja immer noch Enoch. Das ist so ein Name. Enoch, ja, wie kann man sich denn Enoch nennen? Ich habe zwar eine Vermutung, wo er war. Aber sicher bin ich mir nicht. Erstmal Pause machen. Böp, 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 hier oben zufällig? War da in dem Gebäude drin? Genau. Er soll sich um alles kümmern. Mit ihm reden wir jetzt. Dein Bruder Anok kann dir nicht helfen. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles alleine schaffen soll. Naja, trotzdem danke für deine Hilfe. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Und so wie wir uns dachten, es wird einfach nichts passieren. Ja. Wir können einfach... Es ist einfach eine Tatsache. Wir haben jetzt in diesen beiden Städten nichts mehr, was wir machen können, außer einfach direkt zum Angriff blasen. Das ist leider äußerst unbefriedigend, aber nicht zu ändern. Bring mir was über das Schmieden bei. Ich hier was mich interessiert. Wie kann man schwere Rüstung richtig nutzen? Zeig mir deine Ware. Bringt mir dieser Skill irgendwas? Schmiedetalente hier. Der Held erhält einen Rüstungsbonus auf... Rüstung. Es müsste theoretisch ein Skill sein, der mich interessiert. Wir speichern einmal, bevor ich das skille. Wir nehmen einfach... ihr seht, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich sage, wir nehmen auch mal Skills mit, die jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt das Wichtigste sind. Naja, ich muss unbedingt mal den Savegame-Ordner aufräumen. Es lädt so lange. Sehr schlimm. So. Bring mir was über das Schmieden bei. Das da möchte ich haben. Dazu bist du noch nicht bereit. Den Schmiedekunstpunkte, war ja klar. War ja klar, na gut. So, dann. Mit ihnen wollen wir eigentlich reden. Wenn ich jetzt mit ihnen anfange zu reden, beginnt hier der große Kampf. Kurz was gucken. Hier nach oben könnten wir uns reinschleichen. Ich will keinen Ärger haben. Aber... es ist... Ja, so eine So-Lala-Idee. Ich meine, es ist nicht dumm, hier hochzugehen. Es ist aber auch nicht sonderlich clever. Jetzt noch nach hier unten irgendwo rein. Also es ist nicht sonderlich clever, weil es halt das Problem hat, dass es da oben nicht mehr weggeht. Aber wo soll ich sonst am besten hin? Hier hinten rein ist wahrscheinlich auch eine relativ beschissene Idee, ja. Also am besten wäre, man geht hier hoch und flüchtet hier über den Zaun erstmal raus. Dann sind wir erstmal draußen und dann können wir anfangen, die Orks einzeln wegzuprezeln, würde ich sagen. Ja, wir probieren es mal, komm. Aber was soll im schlimmsten Fall passieren? Gibt das Ding wieder 5 Stärke? Nice. Klinge schärfen. Ich glaube, wenn ich Klinge schärfen skille, dann könnte ich abgenutzte Waffen wieder normal benutzen. Bringt mir das irgendwas? Nee, es bringt mir aktuell nichts. Und liegt auf aktuell. Ich glaube, dass es dafür ist. Okay, komm, wir probieren es. Noch einmal speichern. Mein Ziel wäre es, den Anführer direkt zu töten. Wenn das klappt.
sich zu verpissen und dann alles zu töten, was mich angreift. Am besten den Anführer töten und auch looten. Das wird niemals klappen. Es gibt Schlechten. Alter, jetzt wirst du bluten. Ja. Ich werde dich töten. Ja, wie schon bereits erwähnt, das wird nicht klappen. Da! 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 Alter, sind das viele. What the fuck? Da! Da! Und zack. Ich bin tot. Oh Mann. Das Safe Game da. Also ich habe den Dialog übrigens gerade übersprungen, weil ich genau weiß, dass er sagt, dass er keinen Bock auf mich hat. Oh, da stehst du gut. Ich werde dich töten. Da! Ah, na gut, okay, jetzt hat sich schon erledigt, oder? Oder? Kann ich dich looten? Ich hätte ihn gerne gelootet, aber... Nee. Die Info, die ich gerne gehabt hätte, was er denn droppt, die habe ich nicht bekommen. Schade. Schade, schade. Ich weiß auch nicht, ob er komplett tot war oder nur einmal umgebrezelt. Das war das richtige Safe Game. Eigentlich nicht, es war das Quick Safe Game. Eigentlich ist... Na komm. Das ist das richtige Safe. Wir müssen mal das Quick Safe Game überschreiben, dass wir an der richtigen Stelle neu laden können. So. Jetzt speichern. Weg mit. Du zeig, was du kannst. Da. Ja. Oh, oh, oh. Schau mal, was hier gerade passiert. Loote ihn. Los. Loote ihn doch mal. Warum kann ich ihn denn nicht looten? Es geht mir so tierisch auf die Nüsse. Okay, wir werden ihn jetzt nochmal töten. Und dann verpisse ich mich. Also ich hätte ihn einfach gerne mal gelootet, weil ich wissen möchte, ob er Artefakte bei sich trägt. Aber so wird das natürlich nichts. Du schlägst mich. So, jetzt müssen wir hier abhauen. Los, komm. Weg, 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 weg. Einfach weg. Lass mich hier raus. Das war so dumm. Es war so dumm. Mit der Waffe. Ja, verzeih, was du kannst. So, und jetzt verpissen wir uns. Da. Da. Lass den auch. Lass mich hier durch. Da. 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 Geht's hier noch woanders raus? Nö. Ich kann mir mal sein Loot angucken. Ja. Ich muss es irgendwie rausschaffen. Ach ja. Es ist genau das passiert, was ich mir schon dachte. Wir werden wieder einmal große Probleme haben. Aber das größte Problem ist, dass ich halt mitten in der Masse der Orks mit dem Scheiß anfange. Du schlägst mich mal ab. Ja, ich schlag dich.
So. Und jetzt weg hier. Weg, 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 weg. Leute, es gibt einen Kampf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Super mit dir. Okay, es ist anscheinend eine beschissene Idee da über diesen... Wieso hat das vorhin geklappt? Glaubt das nicht. Okay, dann halt nicht darüber. Ich muss mal noch ganz kurz mir mal gucken, wohin ich flüchte. Gar nicht, dass ich jedes Mal sterbe, weil ich nicht meinen anfangs geplanten Fluchtweg schaffe. Mann, Mann, Mann. Also, hier raus ist klar. Hier könnten wir links durch und dann da runter. Okay, machen wir hier links durch. Haben wir weniger Laufweg. So, komm her, mein Guter. Und hier durch. Und hier runter. Perfekt. Das war das Ziel. So, und jetzt verpissen wir uns einmal, dass der Kampf zu Ende ist. Und dann werden wir anfangen, dass wir die Stadt nach und nach erobern. So. Wie gesagt, ab jetzt... Jetzt wird es hart. Wir werden diese Stadt so schnell nicht wieder in Ruhe betrachten können, bis wir sie erobert haben. Das wird jetzt wahrscheinlich mehrere Folgen dauern, aber wie gesagt, wir müssen es irgendwann machen. Selbes Problem haben wir mit Geldern. Da werden wir das Gleiche machen müssen irgendwann. Und ihr wisst ja, desto... Wenn ich Leute hier einzeln rauslure, ist das natürlich für mich am einfachsten. Es gibt einen Kampf. Da! Da! Oh! Da! Da! Die Position, wo ich gerade bin, sagt mir auch zu. Hier können wir immer uns schön verpissen. Bis wir wieder aus dem Fight sind. Ja, die Ecke... Man hört ja an der Musik immer, wann wir aus dem Fight raus sind. Die scheint brauchbar zu sein. Wir gehen da jetzt immer wieder so lange hin, töten ein, zwei Leute, bis sich dort zu viel Masse gesammelt hat, wir es nicht mehr geschissen kriegen, und dann gehen wir wieder hin. Dann rennen wir weg und dann gehen wir wieder hin und töten das nächste. Mal gucken, wie viel uns jetzt schon direkt angrenzt. Ja gut, es ist ein bisschen mehr. Die hat sich somit. In diesem Moment hat sich die Aussage, dass die Ecke ganz brauchbar ist, erledigt. Komm, wenigstens den töten. Wenigstens einen. So. Ja, okay. Das Wichtigste ist, wäre. Aua. Dass mich die ganzen Rangers nicht anballern können. Jetzt wirst du bluten. Was sind das viele? Fuck. Müssen weg hier. Helfen die Rebellen uns? Jungs! Orks! Die helfen uns natürlich nicht. Oh doch! Sie helfen! Dem hast du es gezeigt! Sehr gut! Wenn ich das vorher gewusst hätte... Müssen sie einmal hochheilen? Einmal die Null. So. Weiter geht's. Wir holen uns mal den Range da unten. Den ist gut.
müssen ein paar mehr. Und die Zeit ist vorbei. Okay. Aha. Gut. Ob wir diesen Kampf schaffen oder nicht. Eieieiei. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich werde direkt weiter aufnehmen. Eieieiei. Nur einmal raustappen, um die Folge hochzuladen. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben, dann hilft mir. Schreibt mir Feedback. Nächste Folge seht ihr, ob wir den Kampf schaffen. Und ansonsten sage ich immer zum Schluss. Tschüss mit Öl.